Und ja, wir haben letztens schön ein paar Silbermünzbarren geholt, physisch natürlich. Ich weiß ganz genau, warum du das so gut findest. Haha, danke für die Einblicke. Ja, genau. Wie gesagt, also auch im Sachwertdepot, genau, das hatten auch einige oder andere gefragt, ob das dann Papiersilber ist und so weiter. Nein, also das ist wirklich physisches Silber und das ist auch bei Edelmetallen ganz, ganz wichtig, wenn ihr Edelmetalle kauft, immer physisch. Ja, ansonsten macht das absolut keinen Sinn. Also ich finde auch so ein Rohstoff-ETF, dann muss ich ganz ehrlich sagen, ja, hat vielleicht mal gut performt oder so, aber das ist auch absolut nicht meins in dem Fall. Also Gold, Silber, generell Edelmetalle würde ich immer physisch kaufen und auch in das Sachwertdepot, wie gesagt, geht das vollkommen physisch rein. Und ja, auch Münzen habe ich auch letztes Jahr sehr, sehr viel gekauft, Silbermünzen. Die haben einfach aufgrund der Prägung tatsächlich einen mega guten Profit geschlagen. Also ich glaube, irgendwie 50, 60% haben die Gas gegeben. Und das für Edelmetalle, seit wann hast du bei Edelmetallen so eine Rendite? Ne? Weil einfach die Nachfrage so krass hoch war in diesen Krisenzeiten. Also wenn wir hier mal schauen, Silbermünzen, ich habe volle Unzen, habe ich gekauft bei Gran Valora. Ja, auch die Maple Leaf, gut, ist jetzt schon wieder ein bisschen gesunken. Aber eine Zeit lang war das komplett ausverkauft. Oder auch hier so diese Münzen, die habe ich alle für 21, 22 € gekauft. Ne? Also das ist eine Rendite bei Edelmetallen, bei Silber. Das ist unfassbar. Also das ist, wie gesagt, nicht aufgrund des Rheinmetallwerts, sondern hier aufgrund der Prägung in dem Fall, ne? Also da habe ich wirklich einen sehr, sehr guten Griff gehabt. Macht Bock. Und ja, wenn ihr Edelmetalle kauft, wie gesagt, Sachwertdepot ist das eine. Vorteile sprechen wir auch noch im Video so drüber. Aber ganz klar, sei da gesagt, ihr Vorteil an so einem Sachwertdepot ist natürlich erstmal, es ist also umsatzsteuerfrei, weil es nicht durch den Zoll marschiert. Es ist unter Sondervermögen, sprich auch gegen Diebstahl, allem drum und dran gesichert. Und ihr habt vor allem in dem Fall bei Gran Valora immer direkt den Händler, wenn ihr es dann auch mal wieder verkaufen wollt. Ne? Der Nachteil natürlich ist, klar, ihr habt dann logischerweise Servicegebühren und so weiter, die aber sehr, sehr gering sind bei Gran Valora, also deutlich geringer als es bei Kettner Edelmetalle und Aureus und wie die da alle heißen. Also es ist schon wirklich der günstigste Edelmetallhändler, weshalb ich mich dafür auch entschieden habe, weil ich dort einfach das meiste fürs Geld kriege. Aber Thema Münzen nochmal. Ja, es macht Sinn, weil ihr seid dann natürlich euer eigener Herr. Ihr könnt es zu Hause lagern und so weiter, aber ihr müsst es dann natürlich, wie gesagt, auch am besten mit einem Safe und so weiter schützen. Gut, bei ein paar Silbermünzen jetzt nicht unbedingt, aber gerade wenn es dann in Richtung Barren oder auch Goldbarren und Münzen reingeht, müsst ihr es halt selber schauen, dass ihr es irgendwie versteckt. Ihr müsst selber drauf aufpassen. Und die Sache ist, wenn ihr es dann doch mal wieder verkaufen wollt, dann müsst ihr natürlich euch auch selber um einen Abnehmer kümmern. Und wir wissen, wie viel Fälschung in der Welt und so weiter alles rumläuft. Sprich, ich würde im Leben niemals bei einer Privatperson irgendwie Gold, Silber oder sowas kaufen. Ne? Sprich, ihr müsst euch dann wirklich selber darum kümmern oder wenn ihr es auch selber dann zu einem Händler zurückgibt, auch der wird euch immer einen schlechteren Marktpreis geben, weil der natürlich auch sagen muss, okay, ich muss mir das angucken, ich muss es erstmal prüfen, das ist Arbeitszeit und so weiter und ja, wie gut hast du es gepflegt, kann ich dir vertrauen und blablabla. Ne? Dementsprechend, das ist dann natürlich wieder der Nachteil, wenn ihr das in Münzen kauft oder beziehungsweise zu Hause lagern wollt. Wie gesagt, ich mache auch beides, aber das ist bei mir auch so ein, ja, ist es 80-20, ich glaube schon fast 90-10-Ding. 90%, dass ich es wirklich im Sachwertdepot habe und 10%, dass ich mir da Münzen nach Hause geliefert habe.